Meine Damen und Herren, wir haben uns letztes Mal begonnen, mit Gaskinetik etwas näher zu beschäftigen, insbesondere eben unter Berücksichtigung von idealen Gasen. Das sind jetzt einmal von der Modellvorstellung her solche, bei denen es zwischen den Gasmolekülen keine Wechselwirkungen gibt, abgesehen davon, dass sie elastische Stöße durchführen, wenn sie zusammenstoßen. Und die Moleküle sind auch sehr klein, als Massenpunkte aufzufassen, sodass sie nur 3 Freiheitsgrade der Translation aufweisen in den 3 Raumrichtungen, während Rotationen um eigene Achsen bei Massenpunkten ja keine Rolle spielen und innere Schwingungen und derartiges können die auch nicht machen. Also das ist die Idealisierung, die dann zu dem Begriff eines idealen Gases führt. Und der entscheidende Punkt, den wir gestern, also nicht gestern, das letzte Mal eben herausfinden konnten, ist, dass durch verhältnismäßig einfache gaskinetische Überlegungen man sich ausrechnen konnte, was für einen Druck ein derartiges, aus so Molekülen eben zusammengesetztes Gas auf eine Gefäßwand ausübt. Die Idee für diesen Druck ist eben, dass bei dem Stoß der Gasmoleküle mit der Systemwand, es dort einen Impulsaustausch gibt. Das Molekül kommt ja zuerst mit einem gewissen Impuls an die Wand heran, dann kommt es mit dem umgekehrten Impuls wieder zurück. Also zweimal diesen Impuls tauscht es mit der Wand aus und dieser Impulsfluss, Impuls pro Zeit, entspricht genau der Kraft, die dann auf diese Wand, diese Gefäßwand, aufgrund dieses Trommelfeuers der drauf fliegenden Moleküle ausgeübt wird. Und wenn man das dann noch auf die Flächeneinheit bezieht, Kraft pro Fläche, dann hat man den Druck. Und das ist hier herausgekommen. Wobei dieses ein Drittel, was da drinnen steht, was mit den Freiheitsgraden zu tun hat. Weil wir haben ja eben 3 Freiheitsgrade der Translation vorausgesetzt. Und da hatten wir uns ja ausgerechnet, welcher Anteil von allen Molekülen mit ihren Raumrichtungen, wohin sie heute fliegen, jeweils auf diese eine Gefäßwand, die uns da heute jetzt interessiert hat, treffen wird. Und das ist eben ein Sechstel gewesen. Weil in 3 Raumrichtungen geht es immer hin und her und nur in einer Raumrichtung und nur Richtung zur Wand macht es wirklich einen Stoß, der dann relevant ist für die Kraftwirkung auf diese Wand, daher ein Sechstel. Und mit den sonstigen Umformungen sind wir heute dann dazu gekommen, weil wir eben den Impulsaustausch mit 2-mal den Impuls eines Teilchens hatten, sind es dann 2 Sechstel, also 3, und damit kommt also dieser Faktor ein Drittel hier zustande. Also im Prinzip ist das keine komplizierte Formel, eine sehr grundlegende Formel. Und wie Sie sehen werden, mit wenigen weiteren Schritten kriegen wir aus dieser Formel heraus, was man physikalisch unter der Temperatur versteht. Also endlich haben wir dann wirklich einen physikalischen Begriff, denn erinnern Sie sich, bis jetzt haben wir die Temperatur ja nur rein empirisch ermittelt, indem wir gesagt haben, es kann einmal heißer und einmal kälter sein und wenn gerade Gold schmilzt, dann hat es eine bestimmte Temperatur und wenn Wasser im Trippelpunkt ist, hat es eine andere Temperatur und dazwischen interpoliert man halt. Aber das ist ja nicht wirklich eine Definition für eine physikalische Größe. Irgendwie möchte man ja auch einen Hintergrund dazu haben. Was stellt denn diese Größe eigentlich dar? Und da ist ein guter Ausgangspunkt, das festzustellen. Wollen wir uns noch klar machen, was da also alles drinnen steht? Das ist eben der Druck auf die Systemwand. N ist die Molekülanzahldichte, nicht die Molzahl. Die haben wir früher gehabt bei der idealen Gasgleichung, aber jetzt ist das die Molekülanzahldichte hier drin. M ist die Masse eines Moleküls und dieses V-Quadrat in diesen gespitzten Klammern, das verwendet man oft,
diese gespitzten Klammern um einen Mittelwert, entweder Schar- oder Zeitmittel. Darüber brauchen wir uns gar nicht so genau festlegen, weil wir wollen sowieso die Ergodenhypothese annehmen, der zufolge das egal ist, ob man zu einem bestimmten Zeitpunkt über viele Moleküle mittelt oder ein Molekül hernimmt und das längere Zeit laufen lässt und dann mittelt. Wir postulieren, dass dasselbe herauskommt. Die Bewegung der Moleküle soll in der Weise statistisch und chaotisch sein, dass das keinen Unterschied macht. Na, das ist also damit das mittlere Quadrat der Geschwindigkeiten, was da drinnen steht. Also das ist diese Grundgleichung von Bernoulli, die wir uns das letzte Mal hergeleitet hatten und was ich jetzt noch ein bisschen skizziert habe, damit Sie wieder so konditioniert sind für das, was jetzt auf uns zukommt. Und jetzt wollen wir also daran anschließend die kinetische Interpretation oder Definition der Temperatur angehen. Naja, da werden wir einmal diese Gleichung mit dem Volumen multiplizieren. Warum tut man das? Weil Sie haben vielleicht noch im Kopf, die Zustandsgleichung für ideale Gase lautet PV ist gleich N mal R mal T. Und da steht also links PV und da steht nur P. Also multiplizieren wir einmal mit V und schauen, was dabei rauskommt. Ob wir dann vielleicht nicht letztlich zu dieser Zustandsgleichung kommen und auf der rechten Seite steht dann schon das, was wir brauchen, damit wir wissen, was die Temperatur ist. Das ist die Idee dahinter. Also ein mechanistischer Zugang zu dieser thermodynamischen Größe. Also multiplizieren wir mit V, dann haben wir P mal V und auf der rechten Seite steht da dann drinnen N mal V. Aber dieses N mal V ist was ganz Einfaches, weil N ist die Molekülanzahldichte, das ist die Anzahl der Moleküle pro Volumenseinheit. Wenn wir das jetzt mit dem Volumen multiplizieren, kommt einfach die gesamte Anzahl der Moleküle da drinnen heraus. Das ist ja gar nicht schlecht. Nicht? Also das können wir mal gleich so hinschreiben. Da steht also dann ein Drittel. Aus diesem kleinen N wird jetzt ein groß N, weil das ist jetzt die Gesamtanzahl aller Moleküle in dem betrachteten System, weil wir die Molekülanzahldichte ja eben mit dem Volumen multipliziert haben. Das geht also unmittelbar hierher, indem wir da mit V multiplizieren. Und dann bleibt der Rest stehen, mal M mal V Quadrat gemittelt. Und wenn man sich dieses M mal V Quadrat gemittelt anschaut, da könnte einem auch noch was einfallen. Denn die kinetische Energie eines Moleküls ist ja wohl MV Quadrat halbe. Wenn M die Masse eines Moleküls ist, V der Geschwindigkeitsbetrag, dann ist MV Quadrat halbe die kinetische Energie. Jetzt steht da mv². Naja, gut wäre es, wenn halbe dort steht. Na dann tun wir das einfach oben und unten erweitern da auf der rechten Seite. Dann kriegen wir p mal v ist gleich 2 Drittel mal n und jetzt mal mv² gemittelt halbe. Das schaut doch schon gar nicht so schlecht aus, nicht? Weil auf die Art und Weise haben wir hier, das M ist ja konstant und der 2er natürlich auch, da steht einfach der Mittelwert der kinetischen Energie von dem Molekül, was da herumfliegt. Nicht? Und zwar von einem Molekül. Weil da steht ja die Masse eines Moleküls und da ist das mittlere Geschwindigkeitsquadrat halbe. Da machen wir gleich was Gutes draus, dass da nicht die mittlere Geschwindigkeit, sondern das mittlere Geschwindigkeitsquadrat steht. Das kommt da jetzt uns gleich gut zustatten, weil da haben wir damit hier praktisch einen Ausdruck gewonnen für die mittlere kinetische Energie. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, weil das ja V Quadrat ja keine lineare Funktion von V ist, man hier also nicht-lineare Zusammenhänge hat, dass es nicht dasselbe ist, ob man den Mittelwert von V nimmt und den quadriert
oder ob man den Mittelwert der V Quadrat nimmt und dann vergleicht. Das macht was anderes, weil die Summe, die Wurzel aus einer Summe von Quadraten ist nicht einfach die man kann nicht schreiben, Wurzel aus a² plus b² plus c² ist gleich a plus b plus c. Das kann man nicht so aufteilen, Wurzel aus dem einen plus, das wissen Sie ja. Und aus genau dem Grund ist das ein Unterschied. Also man muss schon sehr genau aufpassen, was man da hat. Würde ich hier das Quadrat nach außen setzen, kommt was anderes heraus. Also die Statistik ist eine hakelige Geschichte. Man muss wirklich immer genau wissen, worüber auch wirklich gemittelt wird. Und man kommt auf die unglaublichsten Sachen, wenn man statistische Dinge nicht ordentlich auswertet. Deswegen ist es die Statistik, oft wird es so häufig missbraucht. Und die Leute sagen, die Lügen sind einfach Statistik mit besseren. Also Statistik ist eine Lüge mit besserem mathematischen Hintergrund. Aber das stimmt natürlich nicht. Es kommt darauf an, es richtig auszuwerten und nicht irgendwelche fehlerhaften Schlüsse zu ziehen. Und da muss man natürlich gerade in der Gaskinetik sehr aufpassen. Also das ist jetzt offenbar die mittlere kinetische Energie eines Moleküls. Naja, und jetzt kann natürlich im Allgemeinen so ein Molekül eben auch Rotationen machen, wenn es ein bisschen größer ist und nicht nur so punktförmig hier, und auch innere Schwingungen, und dadurch weitere kinetische Energie haben. Kinetische Energie der Rotation, kinetische Energie der Schwingungen. Aber wir haben jetzt vorausgesetzt, gerade vorhin habe ich gesagt, dass das punktförmige Teilchen sind und die haben das alles nicht. Die kennen nichts anderes, als sich nur translatorisch fortbewegen. Das heißt, dieser Ausdruck daher, das ist bereits die mittlere gesamte Energie. Die kennen sonst nichts. Die können nur translatorisch in drei Richtungen unterwegs sein, sonst kennen die nichts. Wenn man natürlich allgemeinere Bedingungen hat, zu denen kommen wir dann gleich, dann muss man das berücksichtigen. Aber jetzt machen wir einmal diese einfache Voraussetzung. Das heißt, das ist nichts anderes als die mittlere kinetische Energie. Gesamte. Weil die hat nichts anderes als nur Translationen. Keine Schwingungen, keine Rotationen. Naja, und damit kriegt man also jetzt als Folgerung PV ist gleich 2/3. Mal N mal E kinetisch. Naja, und jetzt sieht man schon, das schaut schon recht ähnlich aus, wie die Zustandsgleichung idealer Gase. Da ist ja PV auf der linken Seite gestanden und als ein Faktor nicht, auf das wir noch Rücksicht nehmen. Und dann haben wir da zwar klein n gehabt, die Molzahl, aber das klein n und das groß n, das hängt ja sehr einfach miteinander zusammen, weil in einem Mol ist gerade die Avogadro-Zahl an Molekülen drinnen und daher ist die gesamte Anzahl n nichts anderes als die Molzahl mal der Avogadro-Konstante. Aber eigentlich bin ich irgendwie ein bisschen. Jetzt, es ist mir nicht recht, dass ich das jetzt da so schreibe, weil da steht ein N und da steht ein N und das sind unterschiedliche N. Es ist ein Krampf, aber es lässt sich nicht immer vermeiden, dass man derartige Schwierigkeiten hat. Weil halt Number dort und da, Molzahl, Number und Anzahl, Dichte, wieder eine Anzahl der Moleküle pro Kubikmeter und da ist es wieder eine Anzahl der Mole. Number ist Number, da hat sich irgendwie nichts anderes herauskristallisiert. Also ich hoffe, dass das, ich will aber das, Sie wissen das schon, das verstehen Sie schon. Also jetzt ist die Frage, wie man das also dann entsprechend, wie man das also jetzt umformen kann, sodass daraus die ideale Zustandsgleichung idealer Gase herauskommt. Naja, also eines kann man schon sagen, die Zustandsgleichung idealer Gase, schreiben wir es einmal her,
aufgrund dieser experimentellen Befunde, die wir ihnen ja sogar vorführen konnten da im Hörsaal, mit dem Boyle-Mariot und dem Gay-Lussac'schen Gesetz, Sie erinnern sich, die lautet ja, PV ist gleich N mal R mal T. Na, das N mal R, das R ist eine Konstante. Und also sehen Sie N mal T. Und das ist jetzt dasselbe N wie das. Das ist hier die Molzahl wieder. Und da ist es auch die Molzahl. Also Sie sehen, da steht auch eine Konstante mal N, aber statt T steht da E kinetisch. Also daraus erkennt man schon. Man erkennt, dass diese mittlere kinetische Energie eines solchen Moleküls proportional ist zur Temperatur. Und jetzt machen wir einen entsprechenden Ansatz. Um das also miteinander in die richtige Relation zu bringen. Und wir schreiben also als Ansatz, dass diese mittlere kinetische Energie eines Gasmoleküls gleich ist 3 halbe mal K mal T. Wobei dieses K also da jetzt eben dieser Proportionalitätsfaktor ist. Wir haben ja gesagt, die kinetische Energie ist sichtlich proportional zur absoluten Temperatur und da machen wir also diesen Proportionalitätsfaktor. Wobei dieses 3 halbe sich, wie Sie gleich sehen werden, anbietet, weil da 2 Drittel steht und die passen uns da nicht, diese 2 Drittel an dieser Stelle. Also der Ansatz besagt jetzt, dass die mittlere kinetische Energie eines Moleküls in unmittelbarer, einfacher Weise zusammenhängt mit der Temperatur des Körpers. Offenbar ist die absolute Temperatur eines Körpers ein Maß für die mittlere kinetische Energie eines Moleküls in dem Gas. Mittlere natürlich, weil die fliegen ja wie die Teufeln ständig herum und ändern ununterbrochen ihre kinetische Energie, diese Teilchen, die Moleküle, aber im Mittel. Egal jetzt, ob Sie viele auf einmal zu einem Zeitpunkt anschauen oder ob Sie eins längere Zeit verfolgen, im Mittel kommt diese mittlere kinetische Energie heraus. Und nachdem die kinetische Energie auch immer was Positives ist, kann sie das auch nicht wegkompensieren. Da kommt also eine entsprechende Zahl heraus. Na und das können wir jetzt natürlich einsetzen. Aber ich will da jetzt nicht weitergehen, ohne nicht einmal diese Zahl hier zu benennen. Dieser Proportionalitätsfaktor ist die Boltzmann-Konstante. Oft findet man die in der Literatur mit KB für Boltzmann. Ich finde aber, der ist so berühmt, dass man das gar nicht braucht. Klein K, da gibt es nur eins. Das ist eben die Boltzmann-Konstante. Aber ist egal, wie man das halt auch immer bezeichnet. Naja, und wenn man das also jetzt einsetzt, dann kommt man drauf, also wenn man das hier jetzt hernimmt, ne, da hat man also dann PV ist gleich 2 Drittel mal N mal E kinetisch. Und für das kinetisch haben wir den Ansatz gemacht. Also sagen wir 2 Drittel mal N und dann mal das. Und 2 Drittel mal 3 halbe fällt weg. Und so bleibt nur stehen das N mal K mal T. Das K von da und das 2 Drittel, das N haben wir eingeschrieben und das 2 Drittel mal E kinetisch ist einfach K mal T. Und damit kommt man hier auf die Zustandsgleichung idealer Gase in einer sehr übersichtlichen Form, wobei wir aber jetzt natürlich noch konkret vergleichen müssen, wie wir die Zustandsgleichung ja experimentell gefunden haben. Da hatte sie ja eine solche Form
Und wenn man das also umschreibt, wenn man berücksichtigt, dass dieses Klein N mit dem Groß N hier so zusammenhängt, dann erhält man also Vergleich wir hatten da P mal V ist gleich und statt N können wir auch schreiben Groß N durch NA. Mal R mal T. Und da sehen Sie jetzt, wenn Sie das damit vergleichen, da steht N mal K, da steht N mal R durch NA, das heißt, dieses R durch NA muss das K sein. Durch Vergleich kriegt man also, dass das K gleich ist R durch NA. R ist die allgemeine Gaskonstante, NA ist die Anzahl, Avogadro-Konstante, Loschmidt-Konstante, die Anzahl der Moleküle in einem Kilomol, also die Anzahl der Moleküle in 12 Kilogramm von Kohlenstoff 12 und damit ergibt sich also hier dann diese Boltzmann-Konstante, die wir da oben so eingeführt haben und es zeigt sich, das möchte ich jetzt nicht näher ausführen, ein bisschen was darüber habe ich in unserem Buch geschrieben, dass man aufgrund von mühsamen Untersuchungen der Brownschen Bewegung, wie stark sich so ein Brownsches Teilchen über längere Zeit wegbewegt von einem Ausgangspunkt in einer bestimmten Richtung, wenn man das für viele Teilchen macht und mittelt, das haben die Augen schon ausgefallen natürlich und man muss dann die Schärfe noch nachstellen im Mikroskop, weil die gehen natürlich in die dritte Dimension. Also da kann man sich diese Boltzmann-Konstante direkt aus der Brownschen Bewegung ermitteln. Das R, die allgemeine Gaskonstante, kriegt man unmittelbar aus den quantitativen Untersuchungen der Zustandsgleichung idealer Gase. Da hat man ja so ein PV ist NRT. Wenn man PV und T misst und weiß, wie viele Mole man hat, kriegt man da das R heraus. Und wenn man also K und R hat, liefert einem das dann auch eine Möglichkeit, das NA zu bestimmen. Weil das werden Sie sich so ein bisschen gedacht haben, woher nimmt man das eigentlich? Woher weiß man eigentlich, wie viel Moleküle in einem Mol oder einem Kilomol drinnen sind, diese 10 der 26, also eine riesige Zahl, ne? Das kommt bei einer solchen Gelegenheit halt heraus. Und das K hier schreibe ich jetzt, weil es so wichtig ist, auch noch als Zahlenwert an, 1,38. Aber vor allem die Größenordnung, mal 10 der minus 23. Und was wird es für eine Einheit haben? Das schaut man sich am besten da oben an. Da steht eine Energie und rechts eine Temperatur, also Joule pro Kelvin. Und wieso so winzig? Warum 10 der minus 23? Man muss sich was vorstellen können darunter. Ja, es geht ja darum, dass da die mittlere kinetische Energie eines einzelnen Moleküls dargestellt wird. Das heißt, Sie haben da eine normale Temperatur, was wir jetzt so haben, 250, 300 oder sowas Kelvin. Und auf der anderen Seite steht die kinetische Energie von nur einem einzigen Molekül und man hat so viele in einem Mol. Das heißt, das muss ja wenig sein. Und dementsprechend ist das K auch klein, damit sich das ausgeht. Nicht? Und wir haben ja auch K ist R durch NA, da drunter steht ja die Riesenzahl. Diese Anzahl der Moleküle in einem Mol oder in einem Kilomol. Und daher kommt also diese kleine Größe da heraus. Das ist natürlich auch die Art der Zustandsgleichung, wie sie wohl einem Physiker besonders sympathisch ist, weil da braucht man nichts wissen von der Definition eines Mols, da braucht man auch gar nichts wissen von der Avogadro-Konstante oder sowas. Da steht einfach nur drin, was drin stehen muss. Der Druck, das Volumen, die Anzahl der Moleküle in dem betrachteten System, die Temperatur und eine Proportionalitätskonstante. Und das ist eben die Boltzmann-Konstante. Und das ist es auch schon.
Nur ist das halt eine sehr kleine Konstante und dafür ist das n wieder sehr groß. Und damit man sich diese sehr kleinen und sehr großen Zahlen der Sport, bringt man das eben oft in diese Form. Aber Sie sehen, das ist haargenau das Gleiche. Nur da tut man oben und unten einmal mit der Avogadro-Zahl erweitern und kommt von der einen auf die andere Gleichung. Also die eine ist so gut wie die andere, aber begrifflich finde ich, ist die besonders ansprechend, weil lauter Größen drinnen stehen, die unmittelbar einsichtig sind. Ich habe so oft schon gesehen bei Prüfungen, wenn ich dann frage, das betrifft Sie ja diesmal nicht. Kein Mensch wird Sie danach fragen. Aber was soll's? Das ist halt. Aber wenn ich da also gefragt habe, dann, wie ist das mit der Zustandsgleichung? Das haben alle gewusst, TV ist NRT, aber was ist dieses N? Das ist allerweise eine mysteriöse Geschichte, was diese Molzahl ist. Da hat man weniger Probleme. Das große N, das ist einfach die Anzahl der Moleküle in dem System. Das ist doch was. Kann man nachzählen. Also in Wirklichkeit kann man es nicht nachzählen. Aber man kann sich zumindest begrifflich vorstellen. Nicht? Und das K ist halt eine Konstante. Irgendeine Konstante muss ja drin sein. Das kommt wieder daher, dass ja da auch in der Temperaturdefinition mit den Grad Kelvin noch eine gewisse Willkür drinnen steckt. Weil erinnern Sie sich, wir haben uns das ja schon genau überlegt, die Celsius-Grade waren ja so definiert, dass zwischen Eis, also gefrierendem Wasser und siedendem Wasser, gerade 100 Grad dazwischen liegen. Ja, das ist ja total willkürlich, ja, weil wir halt gern Wasser haben und weil das oft vorkommt, dass das friert, macht man da 100 dazwischen. Nicht? Dann haben wir es so verschoben mit dem absoluten Nullpunkt. Das war schon eine gute Idee natürlich. Aber trotzdem, die Größe eines Gradschrittes ist nach wie vor eine willkürliche Sache. Und genau daher kommt diese willkürliche Zahl da raus. Würde man also die Temperatur irgendwo anders definieren, könnte man dann auch eins daraus machen. Aber stellen Sie sich dieses Durcheinander vor, wenn man dann weltweit alle Thermometer umzeichnen müsste, das tut sich keiner an. Und deswegen bleibt es bei 1,38 und den Boltzmann stört es sicher nicht, dass das so eine unrunde Zahl ist. Das ist wieder einmal wie immer bei den universellen Konstanten verbunden mit Definitionen von Basiseinheiten. Das hängt immer sehr eng miteinander zusammen. Deswegen habe ich Ihnen das schon im Oktober versucht zu erklären, dass das also klar ist. Naja, damit haben wir aber viel gewonnen. Aber immerhin alles dabei noch nur für den sehr speziellen Fall eines idealen Gases, wo wir noch dazu festlegen, eben, dass die Teilchen ganz winzig sind, sodass sie wie Massenpunkte sind, nicht rotieren können, keine Schwingungsfreiheitsgrade haben. Das alles haben wir nicht erlaubt, sozusagen. Wir haben gesagt, es kann nicht mehr als nur diese kinetische Translationsenergie haben. Nun, jetzt kann man also einmal eine erste Verallgemeinerung machen. Um diesen Temperaturbegriff noch weiter zu fassen, sodass man ihn also auf mehr verschiedene Systeme anwenden kann. Also bisher hatten wir nur die drei Translationsfreiheitsgrade. Und daher haben wir eben diesen Ausdruck so herausbekommen. Also, wenn wir das vielleicht da noch einmal zusammenfassen. Bisher drei Translationsfreiheitsgrade angenommen. Und dementsprechend gilt dann also gemäß diesem obigen Ansatz das ist also dieser Ansatz, da steht er, gemäß dieses Ansatzes gilt dann, dass die mittlere kinetische Energie pro Freiheitsgrad, weil es drei Freiheitsgrade sind, 1,5 kT ist. Denn wir haben ja da gemacht, die mittlere kinetische Energie ist 3,5 kT, das ist aber für drei Translationsfreiheitsgrade, daher kriegt man also die mittlere kinetische Energie pro Freiheitsgrad, das schreibe ich jetzt so,
mittlere kinetische Energie pro Freiheitsgrad, die ist dann gleich 1/2 kT. Ist gleich 1/2 kT. Die mittlere kinetische Energie eines Moleküls pro Freiheitsgrad ist 1/2 kT. Wenn wir ja dann davon ausgehen können, dass sich diese Energien auf alle Freiheitsgrade gleichermaßen aufteilen werden, und wenn man dann 3 Freiheitsgrade hat, dann hat es ja mehrere Möglichkeiten, Energien unterzubringen, und das kommt dann auf die 3/2 kT, so wie hier dieser Ansatz war. Also im Gleichgewicht bei der Temperatur T ist es dann so, dass auf jeden Freiheitsgrad 1/2 kT entfällt. Und damit ergibt sich aber eine Verallgemeinerung. Wenn wir jetzt also Moleküle betrachten, die nicht nur 3 Translationsfreiheitsgrade haben, sondern sehr wohl auch eine gewisse physische Ausdehnung haben, beispielsweise ein Wassermolekül ist schon sowas. Da ist also der Sauerstoff und dann die 2 Wasserstoffmoleküle dran, die haben noch dazu so einen Winkel miteinander, das ist ganz eigenartig, wie sich das halt so ausgeht mit den Anziehungen und Abstoßungen in diesem Molekül, dann hat das natürlich Rotationsmöglichkeiten auch. Und damit ergeben sich also weitere Freiheitsgrade. Generell, wenn man also Moleküle mit F-Freiheitsgraden hat, dann gilt also dann, dass Moleküle mit F-Freiheitsgraden die mittlere kinetische Energie haben. Haben die mittlere kinetische Energie E-Kin ist gleich, ja, weil sich das ja dann auf alle Freiheitsgrade aufteilen kann, F-halbe mal K mal T. Also damit sind jetzt doch schon deutlich allgemeinere Systeme zugelassen, wo man also eine höhere Anzahl von Freiheitsgraden annehmen kann. Also bei größeren Molekülen kommen dann Rotationsmöglichkeiten dazu, die aber wieder dann, das werden wir ein bisschen später noch einmal erwähnen, aufgrund quantenmechanischer Einschränkungen unter Umständen nicht alle aktiviert werden können, sodass dann vielleicht nur 2 Rotationsfreiheitsgrade bleiben, dann hat man halt nicht 3, sondern 5. Und bei sehr hohen Temperaturen können die noch innen ein bisschen zum Schwingen anfangen, diese Moleküle. Dann kommt noch ein Freiheitsgrad dazu. Diese Dinge müssen berücksichtigt werden, aber ansonsten ist also dieser Begriff der absoluten Temperatur unmittelbar verbunden mit diesem Begriff der mittleren kinetischen Energie eines Moleküls des entsprechenden Körpers. Also ich glaube, damit hat man schon eine sehr klare Interpretation. Aber sehr wohl muss man unterscheiden zwischen der Temperatur und der Wärmemenge. Erinnern Sie sich, wir hatten ja schon über die Wärmemenge gesprochen und gesehen, dass man die also dann letztlich als eine Energieform auffassen kann. Da geht es um die gesamte kinetische Energie aller Moleküle in einem entsprechenden System. Und da kommt es natürlich dann auch darauf an, wenn man mehr ein größeres System hat und die Masse größer ist, dass dann auch die Wärmemenge steigen wird, weil da mehr Moleküle sind. Hier allerdings geht es immer
um die mittlere kinetische Energie eines Moleküls. Und auch wenn Sie einen größeren Topf mit Wasser haben, auf 80 Grad Celsius oder so, dann wird die mittlere kinetische Energie pro einzelnen Molekül die gleiche bleiben. Also die Temperatur ist eine intensive Größe, unabhängig von der Masse des Körpers, während die Wärmemenge umfasst ja dann die Summe über alle kinetischen Energien. Und wenn da mehr Moleküle sind, ist auch diese Summe größer. Also in dem großen Topf mit Wasser ist mehr Wärme drinnen als in einem kleinen, aber die Temperatur kann bei beiden dann durchaus die gleiche sein. Ich glaube, das kann man sich schon ganz gut in diesem Modell vorstellen. Und dann machen wir also noch eine zweite Verallgemeinerung, um die Sache also wirklich sehr breit darzustellen und zu verstehen, was man also wirklich generell unter der Temperatur versteht. Und diese zweite Verallgemeinerung beinhaltet dann, dass wir diese Definition, so wie sie da hier steht, dass also Moleküle mit F-Freiheitsgraden die mittlere kinetische Energie F halbe kT haben, dass wir diese Definition, so wie sie ist, auch übernehmen wollen für beliebige Körper und nicht nur für ideale Gase. Dann ist es natürlich alles viel komplizierter zu rechnen, weil die haben dann Wechselwirkungen untereinander, die Moleküle, da kommen dann auch potenzielle Energien dazu, also die, da werden wir kurz noch drüber sprechen, wenn es um die Wärmekapazität von Festkörpern geht, da werden dann verschiedene Schwingungsformen dazu angeregt, aber die Definition behalten wir bei. Also diese zweite Verallgemeinerung ist, dass diese kinetische Definition der Temperatur auf beliebige Körper erweitert wird. Auf beliebige Körper erweitert. Und sehen Sie, da findet man dann in manchen Darstellungen über Thermodynamik und statistische Physik ganz am Anfang gleich auf der ersten Seite, wir führen eine neue Größe ein, nämlich die Temperatur, und da nehmen wir diese Gleichung als Ausgangspunkt und fertig. Und ich finde also, es ist schon wichtig, dass man sich auch klar macht, woher da diese Freiheitsgrade kommen, warum das mit der kinetischen Energie zusammenhängt, die Temperatur, wie man auf die Zustandsgleichung idealer Gase kommt. Also natürlich kann man dann viel kürzer und direkter in das Gebiet einsteigen. Jetzt, wo Sie das schon wissen, können Sie dann natürlich im Weiteren einen solchen Text dann auch gut lesen. Aber ich wollte Ihnen eben diesen Zugang bringen, damit Sie sehen, woher das eigentlich kommt. Wieso da also zunächst einmal 3 halbe steht und dann F halbe und was das zu bedeuten hat. Also das ist die Interpretation der Temperatur. Jetzt haben wir also einiges über Mittelwerte gesprochen. Immer Mittelwert der kinetischen Energie. Jetzt ist es aber natürlich auch so, und das ist das, was wir jetzt weiter uns beschäftigen wird, man muss natürlich auch davon ausgehen, dass klarerweise es Fluktuationen, Schwankungen gibt. Ich habe ja schon gesagt, die sausen da so statistisch herum, diese Moleküle, die haben ja nicht immer die gleiche kinetische Energie. Und es ist natürlich auch eine Frage, wie sich die kinetische Energie oder insbesondere wie sich also die Geschwindigkeiten der Moleküle in einem Gas verteilen. Also wie viele Moleküle haben eine solche Geschwindigkeit, wie viele haben eine andere Geschwindigkeit, wie breit ist denn die Verteilung dieser Geschwindigkeiten? Und da gibt es also, wieder, weil es eben Statistik ist und man aufpassen muss, verschiedene Arten der Darstellung. Und ich möchte Ihnen das zwar nicht sehr ausführlich, aber doch nahebringen, soweit man es halt braucht, um die wesentlichen Grundlagen zu verstehen. Also nach dieser Besprechung der Temperatur
einfach als Mittelwert der kinetischen Energie eines Moleküls in dem System, sprechen wir jetzt über die Fluktuationen und damit über die Verteilung der Geschwindigkeiten. Wir sprechen über die Maxwell'sche Geschwindigkeitsverteilung. Wo also jetzt nähere Aussagen darüber gemacht werden, wie stark fluktuiert das in dem System. Naja, und da wollen wir wieder von einem idealen Gas mit Temperatur T ausgehen. Immer ist das ideale Gas der Ansatzpunkt, weil es insoweit eben schon erwähnt eine Sonderstellung einnimmt, weil es halt besonders einfach zu beschreiben ist. Während durch die Wechselwirkungskräfte, die in anderen Körpern auftreten, schon in den Flüssigkeiten, noch mehr bei den Festkörpern, wird die Sache viel umständlicher. Deswegen bemüht man sich da eben immer um die idealen Gase, weil die halt so besonders leicht zum Beschreiben gehen. Aber selbstverständlich muss man das auch konkret für andere Körper machen und wenn es noch Zeit gibt am Ende, werden wir schon auch über Phasenübergänge sprechen, um von den Gasen zu den Flüssigkeiten, den Festkörpern zu kommen und dann zu schauen, wie man das beschreiben kann. Aber alles natürlich im Rahmen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit. Naja, wir nehmen hier außerdem an, dass dieses ideale Gas sich in einem homogenen Gravitationsfeld, so wie hier auf der Erde befindet. Also hier auf der Erdoberfläche. Mit einer Feldstärke G natürlich. Und da wissen wir schon von der barometrischen Höhenformel, das ist schon zeitlang her, dass wir uns mit der auseinandergesetzt haben, bei der Hydrostatik ist die einmal vorgekommen, von der barometrischen Höhenformel, wie sich also jetzt der Druck in Abhängigkeit von der Höhenkoordinate Z ändern wird. Der Druck in Abhängigkeit von der Höhenkoordinate Z, das war nichts anderes als der Druck auf einem Referenzniveau, also zum Beispiel am Fußboden oder auf Erdoberfläche halt, P0 in der Höhe Z gleich 0, mal einer Exponentialfunktion von, und da drinnen steht also so ein Minus Rho 0 GZ, dividiert durch P0. Wenn Sie nachschlagen, dann finden Sie das so bei der barometrischen Höhenformel. Was steht drinnen? Z ist also die senkrechte Z-Komponente von unten nach oben. P0, was hier noch einmal steht, ist der Gasdruck am Referenzniveau bei Z gleich 0. Nur das passt natürlich, denn wenn man Z gleich 0 setzt, dann ist der ganze Exponent gleich 0 und E hoch 0 ist 1, das kommt wirklich heraus, P von 0 ist gleich P0, das passt. Also P0, das Rho 0 ist jetzt wieder die Dichte des Gases, wieder bei diesem Referenzniveau. G ist die Fallbeschleunigung, nun Z ist eben die Höhenkoordinate. Damit haben wir also hier einfach diese barometrische Höhenformel aufgeschrieben und Sie werden sich jetzt wundern, was hat das mit der kinetischen Energie, mit der Geschwindigkeitsverteilung in einem Gas zu tun. Naja, da wollen wir diese barometrische Höhenformel einmal umformen. Ja,
Jetzt haben wir ja schon einiges, was uns damals, wie wir in der Hydrodynamik darüber gesprochen haben, noch nicht zur Verfügung gestanden ist. Nämlich, wir haben eben die Zustandsgleichung idealer Gase. Das können wir verwenden, um diesen Exponenten, der dort steht, umzuformen. Wir wollen also dieses Rho 0 GZ durch P 0 umformen. Na, da gehen wir aus von der Zustandsgleichung idealer Gase, PV gleich NKT, so wie sie ja dort oben steht. Wir haben ja gerade vorhin diese Zustandsgleichung hier in der Form erhalten, das können wir jetzt gleich ausnutzen. Oder wir kommen dann drauf, wenn man da durch V durchdividiert, haben wir also P ist gleich und dann haben wir N durch V, das ist aber das klein N mal K mal T. Das N ist hier wieder als N durch V die Molekül Anzahl Dichte und nicht die Molzahl. Ja? Also P ist NKT, kommt da gleich heraus, indem man durch V durchdividiert. Ja, und daraus kriegt man also auch N ist gleich P durch KT. N ist gleich P durch KT. Und wenn wir das haben, dann können wir einsetzen. Wir können jetzt ausrechnen, einmal die Dichte Rho. Folgt die Dichte Rho, die ja dort oben drin steht in dem Exponenten, die wollen wir uns jetzt ausrechnen. Diese Dichte Rho ist ja die Masse des Gases pro Volumenseinheit. Na, das ist die Anzahl der Moleküle pro Volumenseinheit mal der Masse eines Moleküls. Da heißt es Rho gleich N mal M. Ja, und dieses N mal M können wir uns ja gleich ausrechnen jetzt, weil dieses N haben wir uns jetzt so dargestellt, das heißt PM durch KT. Ein sehr praktischer Ausdruck, wie man sich die Molekülanzahldichte unmittelbar ausrechnen kann, mit Hilfe einfacher Größen, Druck, Masse eines Moleküls durch KT ist die Molekülanzahldichte in dem System. Das ist wieder eine relativ große Zahl, weil da steht das K im Nenner und das K, wie wir da aufgeschrieben haben, ist eine kleine Zahl. Und im Nenner, jetzt kommt was Großes raus, so soll es sein, weil das ist ja die Molekülanzahldichte. Das sind ja viele Moleküle. Naja, und damit können wir uns aber jetzt Rho durch P ausrechnen. Rho durch P, das brauchen wir. Da steht ja drin Rho 0 durch P 0, das wollen wir uns ja herausrechnen. Also dieses Rho durch P kriegen wir da heraus, als, ne, da braucht man nur da Rho, ja das ist, da habe ich jetzt da und da, das war nicht sehr gescheit. Wir haben uns das Rho damit ausgerechnet, ja, da kriegt man dann sofort das N, das selbst, dass da Folgezeichen dazwischen ist. Also das Rho durch P, da brauchen wir also jetzt nur eben dieses Rho durch P durchdividieren, es bleibt einfach M durch KT. Also bei einer bestimmten Temperatur ist das Rho durch P für das ideale Gas immer dasselbe, solange man die konstante Molekülmasse und die Boltzmann-Konstante hat. Und so kriegt man jetzt als Folgerung eine Umformung dieser barometrischen Höhenformel. Denn wir kriegen also jetzt aus der Höhenformel heraus, eine Folgerung aus dieser Höhenformel, indem wir einfach jetzt sagen, wir schreiben also statt P hier entsprechend die Anzahldichte auf, N in der Höhe Z ist gleich N0, also da haben wir jetzt nur
von N auf von P, was dort steht, auf N umgerechnet, da haben wir ja nur den Faktor KT und wir betrachten das alles bei einer Temperatur. Also N0 und jetzt kommt dann der Exponent, mal Exponent von, und jetzt schauen wir, was da drinnen steht, einmal Minus. Und dann haben wir da Rho0 durch P0, das ist einfach M durch KT. Also, im Nenner steht KT, oben M, also statt Rho0 durch P0, das gilt ja für beliebige Zustände, sowohl unten als auch in jeder anderen Höhe, weil da steht ja nur die Temperatur und die Masse der Moleküle drin, ist also M durch KT, und was steht da dann noch drin? Mal G mal Z. Und das ist jetzt eine wichtige Umformung, die Sie hier sehen. Weil, wenn man das mit aufmerksamem Blick anschaut, dann sieht man, dieses MGZ, das ist offensichtlich die potenzielle Energie eines Moleküls mit Masse M, wenn es sich in der Höhe Z oberhalb des Bodenniveaus befindet. Und das wird halt dividiert durch KT, das kommt uns da heraus, wenn wir das Rho durch P da so eingesetzt haben. Also wir haben hier die Darstellung der Anzahl der Moleküle in der Höhe Z, gegeben als die Anzahldichte auf der Höhe 0, mal diesem Exponenten mit einem Minus natürlich, weil nach oben wird natürlich die Dichte immer kleiner, und da steht die potenzielle Energie durch KT. Und jetzt kommt der Zusammenhang mit der Zielsetzung, die wir uns jetzt gesetzt haben, nämlich mit der Geschwindigkeitsverteilung. Wir machen nämlich jetzt folgende Überlegung. Und da schließt sich an ein Experiment, was wir schon einmal gesehen haben und uns das gleich noch einmal anschauen werden, nämlich wo die Moleküle tanzen auf einer vibrierenden Membrane. Jetzt können wir uns schon ein bisschen was vorstellen darunter. Wie kommt denn das, dass Moleküle da so aus eigenem bis auf eine solche Höhe Z aufsteigen? Die müssen unten am Boden schon eine solche kinetische Energie gehabt haben, dass es ihnen gelingt, gerade in diese Höhe Z aufzusteigen. Und ein Molekül, das besonders hoch aufsteigt, das machen ja manche, das hat dann unten schon eine eher größere kinetische Energie gehabt. Dagegen Moleküle, die wenig weit hupfen, die haben halt eine kleinere kinetische Energie gehabt. Und es geht dabei insbesondere nur um die kinetische Energie für eine Bewegung in Z-Richtung. Es geht ja nur um das Aufsteigen dieser Teilchen. Und das wollen wir uns, um das wirklich klar zu machen, noch einmal da jetzt wirklich mit diesem Experiment uns anschauen. Da liegen da unten die ganzen Moleküle herum. Das würde jetzt dem absoluten Nullpunkt entsprechen. Die Wand hat keine Bewegung, die Moleküle haben keine Bewegung. Wenn der absolute Nullpunkt erreicht ist, wenn T gleich Null ist, dann ist auch die mittlere kinetische Energie Null und das Klumpert liegt herum und es geschieht nichts. Wenn man hingegen also die Geschichte aufwärmt sozusagen, eine gewisse kinetische Energie hier einbringt, dann sehen Sie, dass diese Teilchen aufzusteigen beginnen und je nach Stärke hier hüpfen dann einige relativ hoch hinauf, bis da herauf können einzelne hüpfen. Ich kann das schlecht überschreien, deswegen muss ich es also wieder ausschalten, nicht? Damit ich mit Ihnen wieder reden kann. Und ich glaube, Sie können sich schon sehr gut vorstellen, dass die Verteilung der kinetischen Energien und damit auch der Geschwindigkeiten da unten etwas zu tun hat damit, wie hoch die Teilchen dann aufsteigen können. Und da drin dann in dieser Verteilung, die sich ja aufgrund eben dieser barometrischen Höhenformel ergibt, steht eben diese potenzielle Energie MGZ drinnen. Das heißt, wir können als Modell zur Erklärung dieser Verteilungsfunktion
annehmen, dass wir sagen, dass die Moleküle in der Höhe z gleich 0 eine derartige kinetische Energie haben, dass es ihnen es gerade ermöglicht, auf die Höhe mgz aufzusteigen, bevor sie dann wieder runterfallen. Und nachdem die unterschiedlich hoch aufsteigen, gibt es dann auch entsprechend unten eine Verteilung dieser Geschwindigkeitsbeträge. Also Modell, das wir hier wählen, ist eben das, dass wir sagen, die Moleküle in der Höhe z gleich 0 haben eine derartige kinetische Energie, dass es gerade möglich ist für sie, in die Höhe z aufzusteigen. Das heißt, diese kinetische Energie muss sein mvz Quadrat halbe, die muss dann genau gleich sein m mal g mal z, weil das ist die potenzielle Energie, die aufgebracht werden muss, um dieses Molekül aus der Höhe z gleich 0 auf diese Höhe z hinaufzuheben. Dazu muss es unten einmal diese kinetische Energie haben. Hätten die Moleküle unten eben gar keine kinetische Energie, dann wäre es so wie jetzt, dann steigen sie nicht auf. Na, das geht aber eben nur dann, wenn der absolute Nullpunkt ist. Aber wenn man also eine entsprechende Temperatur hat, hat man eben diese barometrische Höhenformel. Und das ergibt jetzt die Möglichkeit, dass man hier eine Geschwindigkeitsverteilung in der Höhe z gleich 0 angibt. Geschwindigkeitsverteilung der Moleküle bei z gleich 0. Wir interessieren uns also für den Zustand im Bodenniveau, also bei der Referenz. Naja, und da kommt man dann also drauf, dass diese Geschwindigkeitsverteilung f als Funktion, die Verteilung als Funktion dieser Geschwindigkeiten, jetzt proportional sein muss, entsprechend dieser barometrischen Höhenformel, zu Exponent von, da steht minus mgz, das ist aber jetzt dann minus mvz Quadrat halbe, dividiert durch kt da herunten. Weil wir eben davon ausgehen, die z-Komponenten der Geschwindigkeiten müssen sich so verteilen, damit diese barometrische Höhenformel zustande kommt. Es muss welche geben, die haben eine eher hohe Geschwindigkeitskomponente, sonst könnten sie nicht bis ganz rauf und nur ein paar sind hinauf. Dann gibt es welche mit einer kleineren, die hupfen nicht so hoch und so ergibt sich das. Ja? Ja, wie kann man also diese Verteilungsfunktion jetzt besser interpretieren? Und das ist hier jetzt eine ganz wichtige Sache, mit der wir hier erstmals konkreter zu tun haben. Das wird Ihnen im Laufe der Zeit öfters noch passieren. Es geht eigentlich darum, dass man sich aus einer solchen Verteilungsfunktion eine Wahrscheinlichkeit ableiten kann. Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Molekül diese bestimmte Z-Komponente der Geschwindigkeit hat. Und das schreibt man so auf, dass man dieses f von z als eine Wahrscheinlichkeitsdichte auffasst. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eben die z-Komponente, oder dass also vz, die z-Komponente der Geschwindigkeit eben im Bereich, einmal so, dass Z-Komponente der
Geschwindigkeit in dem Bereich von VZ bis VZ plus DVZ liegt. Diese Wahrscheinlichkeit schreiben wir auf als F von VZ mal DVZ. Man muss ja immer ein gewisses Intervall zulassen, in dem das liegen soll. Erinnern Sie sich, das haben wir schon ganz am Anfang bei den Fehlern und so weiter uns überlegt. Wenn man verlangt, dass es eine ganz exakte Geschwindigkeit ist, die da rauskommen soll, dann werden Sie immer Null bekommen. Weil das passiert eben nie. Sondern Sie können nur sinnvollerweise danach fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben die Z-Komponente der Geschwindigkeit in einem solchen Intervall liegt. Zwischen einer bestimmten Geschwindigkeit Vz und Vz plus DVz. Je breiter das Intervall ist, desto breiter wird auch die Wahrscheinlichkeit. Deswegen steht das DVz hier als Faktor drinnen. Und das F von Vz, das nennen wir daher die Wahrscheinlichkeitsdichte. Weil die dann noch multipliziert wird mit der Breite des Intervalls, um wirklich auf eine Wahrscheinlichkeit zu kommen. Also das F von Vz ist eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Jetzt werden Sie sich vielleicht denken, mein Gott, das sind alles so Begriffe, die kein Mensch braucht. Aber wenn Sie sich dann etwas später mit dem, unter anderem heute bei verschiedenen Gelegenheiten braucht man es, aber mit der Quantenmechanik auseinandersetzen werden, dort wird dann die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Teilchen, beispielsweise von Elektronen, in der Elektronenhülle eines Atoms, ebenso mit einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion angegeben, wo man dann die wirklichen Wahrscheinlichkeiten, dass sich dieses Elektron in irgendeinem bestimmten Volumenselement dV befindet, sich ausrechnen lassen als Wahrscheinlichkeitsdichte mal diese Größe des Volumenselementes dV. Und so ähnlich haben wir es da jetzt ein bisschen anders, geht um ein bisschen eine andere Situation, aber in einer ähnlichen Sache, die Wahrscheinlichkeitsdichte multipliziert mit der Intervallbreite, ist dann die Wahrscheinlichkeit dafür, die Z-Komponente der Geschwindigkeit wirklich in diesem Intervall zu finden. Haben Sie das verstanden, meine Damen und Herren? Ein wichtiges Konzept, das Ihnen häufig noch über den Weg laufen wird. Deswegen versuche ich es auch hier anhand von dem da hier gut zu erklären. Na, wenn das aber so ist, meine Damen und Herren, dann ergibt sich gleich eine wichtige Folgerung. Wir haben gesagt, diese Wahrscheinlichkeit wird proportional zu e hoch minus mvz Quadrat halbe durch kt sein. Ausgehend von der barometrischen Höhenformel mit dem Modell, dass das Ansteigen in die Höhe z nur möglich ist, wenn das unten schon die entsprechende kinetische Energie hat. So verteilen sich daher die kinetischen Energien, weil sich ja auch die Höhen verteilen. Sie haben es ja gesehen bei dem Experiment mit dieser Membrane. Also wird dieses F von Vz so eine Wahrscheinlichkeitsdichte sein. Aber da ist nur ein Proportional. Was ist jetzt der wirkliche Faktor? Und das ist aber jetzt ganz einfach. Wenn man das einmal verstanden hat und so definiert hat, dass dieses F von Vz jetzt konkret eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist, dann heißt das, wenn ich über alle möglichen Vz von minus unendlich ganz hinunter bis plus unendlich ganz hinauf aufintegriere, dann muss 1 herauskommen. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit 1, in irgendeiner Geschwindigkeit muss das Ding ja alle mal haben. Das heißt, man macht dann etwas, was man sagt, eine Normierung. Man normiert auf 1, weil wir sprechen ja jetzt von einer Wahrscheinlichkeit. Also durch Normierung kann man dann dieser Größe noch den entsprechenden Vorfaktor verschaffen. Man braucht nur das Integral f von z dvz bilden, von minus unendlich bis plus unendlich.
das ist gar nicht ganz so einfach, weil da hat man so ein komisches EOG minus VZ Quadrat halbe. Wenn man das integriert, das ist nicht so total trivial, aber es geht, nur das brauchen wir uns jetzt nicht antun. Da braucht man Integraltafeln und rechnet ein bisschen herum, schaut um die Zeit. Jedenfalls kommt dann heraus, durch Normierung auf 1, na, bleib stehen. Und zwar wirklich 1, jetzt ohne irgendeine Einheit, weil die Wahrscheinlichkeit, die geht zwischen 0 und 1. Mehr als 1 kann es nicht werden. Dementsprechend ist also auch diese Größe f von vz mal dz, mal dvz, die ist dimensionslos. Das heißt, das ist natürlich in Geschwindigkeit, Meter pro Sekunde, daher hat er das f von vz, die Dimension Sekunde pro Meter. Na gut. Also wenn man da auf 1 normiert, kriegt man da noch einen Vorfaktor und den gebe ich Ihnen an. F von vz ist dann also tatsächlich gleich Wurzel aus m durch 2 pi kt. Das 2pi, das ist das, was man sich da erwirtschaftet, was man da integrieren muss über dieses. Na, Sie wissen ja, das Integrieren ist immer so ein bisschen ein Künsteln mit allen möglichen Substitutionen und naja. Und da kommt dieses 2pi, von dem kommt es da herein. Mal der Exponentialfunktion von, und da ist jetzt nichts Neues, das steht so da, wie es schon war, mvz Quadrat halbe. Durch kt. Ich schreibe das jetzt absichtlich so, man könnte gleich 2 kt da unten schreiben, aber Sie sollen ja wissen, minus. Das wollten Sie wahrscheinlich. Gut, dass Sie aufpassen. Minus mvz hat habe ich. Der 2er kommt von der kinetischen Energie und das kt, das ist dieser berühmte Boltzmann-Faktor, der da immer auftritt. Also das ist jetzt wirklich die Normierung auf 1, die normierte Wahrscheinlichkeitsdichte genau genommen für das Auftreten der Z-Komponente der Geschwindigkeit. Und das schaut aus in folgender Weise, wenn man da also das Vz aufträgt und da das F von Vz, dann ist es so eine Verteilungsfunktion, die sich da auf beide Seiten entsprechend so glockenförmig ausweitet. Und so ist es bei einer niedrigeren Temperatur, zum Beispiel 100 Kelvin, und entsprechend so dann bei einer höheren Temperatur, wenn man da zum Beispiel 300 Kelvin annimmt. Aber das ist jetzt nur so grob gesagt, dass Sie eine Vorstellung haben, weil die Temperatur geht da natürlich ein und ändert dann auch die entsprechende Breite der Verteilung. Und wichtig ist, da ist 0 in der Mitte drin, dass das Vz positiv und negativ sein kann natürlich. Die können im Prinzip ja nach unten sich bewegen, die Teilchen. Und dadurch ergibt sich hier eine symmetrische Funktion. Naja, jetzt möchte ich noch erwähnen, dass das jetzt nur für eine Geschwindigkeitskomponente ist. Jetzt ist es in vielen Fällen so, dass man ein isotropes System hat in einem Gas, wo die Moleküle in allen drei Raumrichtungen das Gleiche machen. Meistens ist das so. Also wenn man eine solche Isotropie annimmt, dann kann man hier eine relativ einfache Verallgemeinerung machen. Indem man jetzt ein F nicht nur von einer einzelnen Komponente Vz, sondern von dem gesamten Geschwindigkeitsvektor V Pfeil betrachtet, mit einer Vx, einer Vy und einer Vz-Komponente. Das kann ja sich irgendwo hinbewegen, dieses Molekül. Und da kommen Sie jetzt drauf, das muss man dann natürlich wieder entsprechend normieren, da kommt man dann drauf,
dass man da jetzt herauskriegt, Wurz, also m durch 2 Pi kt, das ist wieder so ein Vorfaktor zur Normierung, hoch 3 halbe. Also da hat man es hoch 1 halb gehabt, da hoch 3 halbe. Na, weil das ja für alle drei Raumrichtungen, es geht ja darum, die Wahrscheinlichkeit, dass die Vx-Komponente einen bestimmten Wert hat und die Vy- und die Vz-Komponente, nun so Und-Wahrscheinlichkeiten, die multipliziert man immer auf. Dass man das und was anderes kriegt, das macht die, das multipliziert sich. Deswegen gewinnt man ja nichts bei 6 aus 45. Weil Sie müssen die erste Zahl und die zweite und die dritte und die alle finden. Und jedes, da geht es sehr schnell runter mit der. Nein, deswegen spüle ich auch nicht. Weil das ist, aber das, ich will es nicht ausreden, weil dann haben wir doch einmal so ein Glück. Nicht? Eine Fluktuation, dass also ein Einzelnes einmal ganz aufgehupft. Also Wurzel aus m durch 2 pi kt hoch 3 halbe. Und dann bleibt wieder das stehen, was wir schon hatten. Exponent von minus. Und jetzt schreibe ich es aber so auf. mv Quadrat. So. mv Quadrat durch 2 kt. Das habe ich jetzt da unten dazu geschrieben. mv Quadrat durch 2 kt. Ja? Irgendwie, da wollte jemand was mit halbe haben. Ist okay? Oder nicht? Gut. mv Quadrat halbe durch kt, das ist mv Quadrat durch 2 kt. So habe ich es da jetzt hergeschrieben. Und das, wenn man das ausmultipliziert fürs x, fürs y, fürs z, kommt da dann vx² plus vy² plus vz² da oben vor, wenn man die Exponentialfunktionen alle ausmultipliziert und das kommt dann auf dieses v². Und da ist jetzt, das schreibe ich für heute nur auf, dann ist Schluss, das f von v Pfeil mal dvx mal dvy mal dvz ist jetzt entsprechend dem, was wir da aufgeschrieben haben, die Wahrscheinlichkeit, dass die X-Komponente aus Vx und Vx plus dvx da drinnen liegt, die Y-Komponente der Geschwindigkeit in dem Intervall Vy und Vy plus dvy liegt und die Z-Komponente, dass das in dem Bereich Vz und Vz plus dvz liegt. Und der Normierungsfaktor ist wieder so gewählt, dass das dann, wenn man über das ganze Volumen integriert, 1 herauskommt, weil irgendeinen Geschwindigkeitsvektor muss das Teilchen ja haben. Also da kriegt man ebenso eine symmetrische Verteilung heraus. Was uns aber besonders interessieren wird, und das kommt morgen, ist, wie kann man denn die Verteilung der Geschwindigkeitsbeträge anschauen? Und wie man da hier die entsprechende Integration über diese Gleichung macht, ganz einfach, das schauen wir uns dann morgen an. Danke.